Hi guys, it's me, Andrea. I'm part of a video hop, and you can see at the moment stuff I got sent by Ina Salisbury, and all the participants in this video got the same bits and pieces. And the funny thing will be that we have all the same pieces, everything will be so different. That's really, really fun. So now I even used this thick card, not the craft paper, the puzzle was wrapped into that to I use it as a base. I will make a art journal page or mixed media page, whatever you call it. And I pick my stuff out. Sorry. Ich habe jetzt hier ein Paket bekommen von der lieben Ina Salisbury und wir haben uns entschlossen, einen Hop zu machen. Und zwar, was wir beide schon mal zusammen gemacht haben, sie hat völlig identische Sachen zu jedem von uns geschickt. Wir sind fünf, glaube ich. Und jeder von uns, wie gesagt, benutzt die gleichen Sachen und ist natürlich dann interessant herauszufinden, was jeder so macht. Und ich habe jetzt hier angefangen mit Gesso. Das ist noch nass. Und packe jetzt diese Buchseiten da drauf. Und wenn das trocken ist, entferne ich es. Das Gesso, mit dem Gesso kann man einfach auch einen Fototransfer oder einen Bildtransfer, was auch immer, machen. Das geht. Das wird natürlich nicht so klar, wie normales Fototransfer zum Beispiel, aber es funktioniert. Ich mache das mal ganz gerne, gerade so im Mixed Media oder Art Journal Page Bereich finde ich das immer ganz interessant, weil es sieht halt so ein bisschen distressed und schäbig aus. You know, I do this transfer here with gesso and that works, it's an acrylic medium, so it won't be that crisp as a normal photo transfer medium, but for art journaling, for example, I really like it because it's so messy and so, yeah, it doesn't look so neat. So I quite like it. And going on with all the stuff or the stuff I picked out and try to work it into this page and make it work. Ihr habt ja am Anfang gesehen, die Sachen, die ich gezeigt habe, das sind die, die Ina wirklich zu jedem von uns geschickt hat. Und teilweise natürlich die Bilder, das sind Kopien, weil die hast du ja immer nur einmal, aber das ist ja kein Problem. Und im Moment arbeite ich weiter an meinem Hintergrund, habe dann hier dieses Tissue Paper oder die Seidenpapier schön verteilt und werde das Ganze in Braun-Türkis halten. Das ist einer meiner Lieblingskombinationen und auch einer von Inas Lieblingskombinationen, das weiß ich. Also da wird sie sich wahrscheinlich drüber freuen. Also wie gesagt, das ist ja ein Video-Hop und um alle anderen Videos zu sehen, geht ihr einfach in meine Beschreibungsbox vorne unter dem Video und da werde ich die ganzen Links haben. Ihr klickt einfach, wenn ihr weiterschauen mögt, auf den ersten Link, der da erscheint in der Liste. Und dann werdet ihr zum nächsten Video geführt. Und da macht ihr genau das Gleiche. Da in dieser Beschreibungsbox unten auch wieder auf den ersten Link klicken. Dann seht ihr das nächste Video. Und dann sollte das funktionieren. You know, I'm using here this gold foil, as you can see. Just explained that this is a part of a hop, my video. And you will find all the information in the description box. You have links in there from all the people taking part, and please, when you want to go on with the next video, click on the first link in my description box. Then you will be led to the next video, and you do the same there. First link in the description box will send you to the next one, and so on. And at some stage, you will be through. We are only, I think, five. Yeah, we are not that many. Five. I think we are five. So, and fantastic people, of course. And I will go on here with my stuff, corrugated cardboard, of course. And while I was working on it, I think at this moment it was that I thought, yeah, all the squares and rectangle structures, that looks like houses to me. And
That's what I now work on. And that one on the right side, the tissue paper, that had already this house shape. So I stressed that out by giving it some lines here with my needlepoint bottle and black acrylic. And you saw me putting the faces into this circles here, the open circles. That's, for me, it's windows. Yeah, someone is looking out on top and on the bottom. So ich habe dann hier, während ich gearbeitet habe, habe ich gedacht, Mensch, diese ganzen Rechtecke und Quadrate, das sieht für mich nach Häusern aus. Vor allen Dingen, weil dieses Seitenpapier auf der rechten Seite da auch schon so eine Hausform hatte. Und das habt ihr gesehen, habe ich jetzt mit einem schwarzen Acryl mit der Nadelflasche da noch verstärkt, indem ich die Linien da drum gegeben habe. Ich werde noch später noch ein bisschen mehr dran arbeiten, ein bisschen schattieren, dass das noch ein bisschen mehr hervorgehoben wird. Und dann hier mit der Wellpappe ganz klar mit zwei Fenstern drauf und einer Tür. Und dann auf der linken Seite dann eben dieses Stück mit den zwei Löchern, wo ich die Gesichter dahinter geklebt habe. Die Fenster, wo die Leute dann rausschauen. So, und die Glühbirne, die kommt in die Mitte. Fand ich ganz wichtig, das muss in die Mitte, das muss leuchten. Da geht mir ein Licht auf, ja. Fand ich ganz, das wollte ich unbedingt benutzen. Wusste zwar am Anfang nicht wie, aber das ist ja immer so mein Prozess. Ich fange an und dann gehe ich weiter und es ergibt sich alles. Es ergibt sich, während ich arbeite, wenn ich diesen Flow habe. Und das hat ganz gut geklappt diesmal. Ich bin eben schon irgendwie zurück zu meinen Basics gegangen. Das habe ich immer gerne gemacht, dieses Art Journaling in dieser Weise. So, das ist übrigens dieses Tüll, das ich benutze hier. Das klebe ich auf und dann gehe ich da mit meinem Heißföhn drüber. Und dann schmilzt das so ein bisschen. Die werden dann so ein bisschen krumpelig und ja, sind für mich Wolken. Ich wollte Wolken haben. You know, this is the tool I'm using. And I glue it down, and then I go very close with my heat gun, and the plastic will melt, and it makes this, crumbly shape, and it will get more dimensional. And to me, it is clouds, definitely. And this is the sun. Okay, it's square, but it's a sun to me. So, to me, it's a sun. Very simple. Ich habe dann jetzt hier dieses Stück mit dem Blattmetall, das ist für mich dann, symbolisiert für mich die Sonne. Und die ist zwar quadratisch, aber es ist mir wurscht. In meiner Welt ist die Sonne quadratisch. So. Und benutze hier noch weitere Teile, den Schmetterling. Ich habe mir gedacht, das passt ganz hervorragend an dieses Häuschen. Vor allen Dingen, weil der Vogel da schon oben drauf sitzt, auch als irgendjemand mit Flügeln, und fand ich einfach sehr passend. So, im Großen und Ganzen bin ich jetzt mit meinen Sachen, die ich ja drauf haben will, fertig. Die Sonne kriegt jetzt noch natürlich ein paar Rundungen. Ja, zu guter Letzt doch ein bisschen was Rundes. You know, I put some circles into the sun and now it's the circled sun, so it's not that abstract, but yeah, still. So now, of course, the fun bit starts with all the lines I'm making, all the stamping and all whatever, you know yourself. It's the fun bit, going on with your pencils and making lines. And so, ich habe jetzt hier mit dem Spaß angefangen. Das ist natürlich, wenn ich soweit fertig bin, alles im Prinzip draufgeklebt, kollagiert habe und dann anfange eben mit Stiften zu arbeiten, mit Stempeln zu arbeiten und eben Highlights zu setzen, hier und da Schattierungen. Das ist der Spaß einfach. Das ist wirklich, das macht richtig Spaß. Also mir zumindest. Der Vogel, der wird noch blau angeglichen. Ich fand den jetzt so ein bisschen langweilig. Einfach nur, ist natürlich fotokopiert, ist ganz klar in Schwarz-Weiß. Deswegen kriegt er noch ein schönes Blau. I started here with a bit of blue for the bird. It's a photocopy, so it looked a bit boring. It needed a bit of color. And I start with crayons here in the house to shade it, to get it, to let it stand out a bit more. It
wasn't that defined as a house. And I thought, yeah, I'm going with my crayons here, the neo colors, and start to shade a bit. And on the other side, you know, I quite like to work with the crayons. And here I didn't really think about, but that's another, you know, that's a process. I really didn't think about crayon. It's a crayon, it's melting, and you can't really work with pencils on top then again. Yeah, but that's, again, the process. I didn't really think about that. And I'm not thinking about the next step. That's the next thing, you know. So, ich habe dann hier mit den Neo Colors gearbeitet, mit den Wachsmalstiften. Problem ist, da denke ich dann immer nicht drüber nach, wenn ich im Prozess bin, über meinen nächsten Schritt, weil auf den Wachsmalstiften dann mit anderen Stiften zu arbeiten, ist relativ schwierig, ist eben eine wachsige Oberfläche. Aber wie gesagt, das ist etwas, woran ich dann nicht denke, weil es einfach der Prozess ist und ich im Flow bin und nicht denke. Ich mache einfach. Und ja, es ist auf der einen Seite super schön, sehr befreiend, auf der anderen Seite ist es natürlich, denkst du mal, jetzt könnte ich das und das machen, funktioniert aber nicht mit den Crayons. Aber wurscht, das ist ein Problem, damit beschäftige ich mich dann später. Bisschen Gelb hier noch in die Fenster als Licht, ein bisschen Wärme reinbringen. Und ja, also wenn ihr, denkt bitte daran, wenn ihr bei mir fertig seid hier, einfach auch den anderen einen Besuch abzustatten. Ich denke, das ist sicherlich interessant zu erfahren, da sie die gleichen Sachen bekommen haben wie ich, was sie daraus machen. Ich kann euch sagen, es wird extrem unterschiedlich. Das ist immer so, aber in diesem Fall haben wir so unterschiedliche Leute dabei und es ist einfach unglaublich interessant. Sorry, meine Stimme will heute irgendwie nicht so. Und jetzt mit meinem weißen Posca hier noch ein paar Highlights setze ich hier. I'm using my white Posca to put some highlights in. And that's where the problem starts a bit with the crayons, you know, the brown and the yellow I used, so, but it worked halfway. So, and now I'm starting with some stamping, and this is such a stamp with, it's a stamp with some dots, and I think that instead of shading, I use them, and I think that is really good. I quite like it. So, and I use here a sheet of paper just to put some script stamping down and it should look like it's behind the light bulb. Ich habe dann hier mit dem Stempeln angefangen, dann mit diesen Punktestempeln neben den Häusern anstatt Schattierungen, fand ich ganz gut, das kommt ganz gut raus. Und dann hier ich wollte eigentlich, dass es aussieht, dass ich hinter die Glühbirne gestempelt habe und darum habe ich ein Blatt Papier benutzt, um das Ganze dann abzudecken. Das geht ganz gut. Gehe dann weiter mit verschiedenen Stempeln hier und diesen benutze ich dann auch noch hier an dem Haus rechts. Da mache ich dann noch einen Schornstein raus. Als ich das gestempelt habe, ach, das sieht wie so ein Naturstein Schornstein aus und deswegen habe ich das noch dahin gepackt. Den werde ich gleich noch ein bisschen mehr definieren mit Farbe. You know, you saw me using here this mixed media stamp I used on the house on the right. To me, it looks like a stone chimney. So I will go in with some paint later to define it more and to colorize and define it more, of course. More of my mixed media stamping here, just having fun. I really like this process. It's just doing, not thinking, you know, and that's what I really like. But I think it will come to an end here. And I will go on using a bit of paint here and there. Just, oh, this, I had this two little rings and I think it looks really nice on this house. It makes it look a bit like a church, doesn't it? Yeah. Ich habe dann hier noch diesen Ring, den hatte ich die ganze Zeit da liegen. Und ich wollte den unbedingt benutzen.
Und dann habe ich den jetzt hier oben auf das Häuschen geklebt und irgendwie finde ich, sieht es aus wie eine Kirche. Ja, ist aber kein normales Haus. Sagen wir mal Blitzableiter. So, und dann gehe ich jetzt hier mit diesem Pfeilstempel weiter. Ich wollte einfach diese Verbindung schaffen von allen drei Objekten. Darum habe ich den benutzt. Also das war schon eine sehr bewusste Entscheidung. Meistens mache ich ja mehr so unbewusste Sachen. So, nun kommen meine Wörter. Und natürlich, es ist eine Glühbirne, das ist für mich das Wort erleuchtet. Das fand ich ganz wichtig. In Englisch. Aber erleuchtet. Okay. So, you saw me doing this arrows, I stamped them down. And that was a very, that decision I made very consciously, because I wanted to make out this connection between all three objects. And the word enlightened, of course, that's what I needed for the light bulb. I will scribble some words down, and that means from my house to yours. And that's it. And then you will see the close-up coming already, guys. And here, ich habe hier noch die Wörter hingeschrieben, from my house to yours. Das ist also von meinem Haus zu deinem. Macht nicht ganz so viel Sinn in Deutsch, aber ja. Das ist immer so die Grüße von unserer Familie zu eurer Familie, so in dem Sinn. So, das ist jetzt schon das Close-up. Und ja, ich habe es ein bisschen länger gelassen, damit ihr genauer schauen könnt und ich euch noch erzählen kann und euch bitte doch, die anderen auch zu besuchen. Vergesst nicht, wenn ihr geschaut habt, mir auch einen Kommentar da zu lassen und einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde mich freuen, euch bald wieder zu sehen in meinem nächsten Projekt. Und bis dahin wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Ciao, ciao. So, thanks a lot, guys, for watching and I hope, before you jump to the other ones, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be fantastic. And I hope you like it. If so, leave me a thumbs up before you leave. So, okay. I hope I see you soon with my next project. So, and until then, I wish you a fantastic time. Have a fantastic time. And don't forget the other ones, please. Bye-bye.